So, hallo, mein Name ist Alex Sonnenfeld und in diesem kurzen Film möchte ich der Frage nachgehen, handelt es sich beim Plattenspieler in der Kombination mit einem Mischpult um ein echtes Musikinstrument? So, okay, ich denke mal, die meisten werden mit dem Begriff Scratching etwas anfangen können. Das bedeutet, dass man die Schallplatte halt vor und zurück bewegt. Auf dieser befindet sich ein Sample, in diesem Fall eine Kickdrum. Und dahinter folgt eine Snare. So, ich möchte in diesem kurzen Film eigentlich den Begriff Scratching ein wenig anders angehen und behaupte, dass es durch dieses Musikinstrument möglich ist, Töne anzufassen. Das bedeutet, Töne entfliehen nicht im akustischen Raum, sondern sie werden gespeichert auf einem Spielkörper und werden dadurch haptisch. Das gibt mir die Möglichkeit, den Ton in erster Linie in jeder erdenklichen Geschwindigkeit zu bewegen, vor und zurück. Das ist ein unheimlich wichtiges Merkmal. Und darüber hinaus, was ich sehr interessant finde, ist, dass ich in den Ton hineingehen kann. Das bedeutet, ich kann in den Ton hinein, insofern, dass ich mich nach dem Einschwingungsvorgang in dem Ton befinde und dort drinnen anstellen kann, was ich möchte. So, das Instrument kennzeichnet sich neben dem Schallplattenspieler oder dem Tonträger in erster Linie auch durch einen Mixer. Und dieser Mixer verschafft mir die Möglichkeit, fast alle musikalischen Parameter des Soundmaterials zu verändern. Das bedeutet beispielsweise die Dynamik oder Lautstärke. Zum einen durch den Laienfader, vertikal, und dann durch den Crossfader, horizontal. Wenn der Crossfader aus ist, ganz am linken Rand, hört man nichts. Wenn der Crossfader drin ist, hört man etwas und dann kann ich verschiedene Spieltechniken ausführen. So, darüber hinaus, interessant, man kann die Parameter wie zum Beispiel den EQ, Höhenfrequenzen verändern, Mittenfrequenzen, Bass und man kann durch die Panoramaeinstellung sogar den Ton von links nach rechts wandern lassen, beziehungsweise wenn man einen Mixer hat, der auf Quadrophonie zurückgreifen kann, ist es möglich, den Ton in vier verschiedene Richtungen umherwandern zu lassen. Kurzum, dieses neuzeitliche Musikinstrument verschafft die Möglichkeit, wirklich bestimmte Parameter durch Schieberegler und durch Drehregler zu verändern. Hinzu kommt, dass man Effekte, wie zum Beispiel das Echo, nutzen kann, um das musikalische Spiel einfach zu erweitern. Dann bezüglich des akustischen Ausdrucks. Ich bin rein, was meine Akustik betrifft, das Klangbild dieses Instrument eigentlich total frei. Ich kann jeden Ton, jedes erdenkliche Geräusch benutzen, um damit sozusagen zu instrumentalisieren. In diesem Fall ist es, wie gesagt, Percussion-Instrument, Kickdrum, Snare. Durch ein sogenanntes DVS-System, Digital Vinyl System, ist es möglich, auch selber Töne aufzunehmen und diese dann im Nachhinein zu verfremden. Das bedeutet, ich bin nicht nur angewiesen darauf, was Menschen vorher sozusagen eingespielt haben, sondern ich kann mein eigenes Material komponieren und im Nachhinein sozusagen verformen. Ich finde den Vergleich zu einem Töpfer, der mit Ton arbeitet und diesen Ton durch bestimmte Techniken in eine bestimmte Funktion bringt, wie zum Beispiel eine Vase oder in einen Teller, finde ich sehr treffend für die Arbeit an diesem sogenannten Tonspielzeug, weil ich wirklich Material nehmen kann und dieses nach Lust und Laune verformen kann. Darüber hinaus
bin ich in der Lage, bestimmte Instrumente zu imitieren. Im Folgenden sehen wir einige Beispiele, wie dies aussehen kann. Zum Beispiel, wenn ich mit Tönen arbeite von einem Klavier. Oder auch mit einem Saxophon. Oder beispielsweise auch eine Gitarre. So, letztlich handelt es sich bei diesem Instrument um nichts anderes als eine Fortführung bzw. eine instrumentelle Variante der Musik konkret. Das bedeutet, dass Verfahrenstechniken mit Material zu arbeiten nun wirklich durch die Beschaffenheit der Spielkörper an diesem Instrument, das heißt spielbare Crossfader, sowie der Schallplatte, die auf einer Slipmat sozusagen aufliegt, sodass sie frei beweglich ist, dass diese Verfahrenstechniken nun durch den Menschen, durch Spieltechniken umsetzbar werden. Nun könnte man behaupten, dass eigentlich alles, was ich hier erzeuge, von Hand auch selbstverständlich durch einen Computer imitiert werden kann. Dazu muss ich sagen, dass einfach die menschliche Instrumentalisierung immer bevorzugt wird, weil man würde zum Beispiel einen Klavierspieler eher hören wollen als die Imitation eines Computers. Und das ist der Grund, warum dieses Instrument auch als solches zu verstehen ist. Die S-Notation bzw. Die Theorie der Bewegungslehre ist nicht nur eine notationelle Aufzeichnungsmethodik, um all diese verschiedenen Spielarten sozusagen niederzulegen, zu archivieren und dann später analysieren zu können. Sie ist auch eine Art Klassifikation, welche darauf abzielt, diese einzelnen Spieltechniken am Instrument wirklich zu strukturieren, zu klassifizieren und daraus ein Lehrmodell abzuleiten. Das bedeutet, dass beispielsweise Bewegungen, die am Tonträger gemacht werden, einem bestimmten Prinzip unterlegen. Wie bewege ich den Tonträger? In welcher Zählzeit? Das sind alles Komponenten, die in der Arbeit Bewegungslehre definiert werden. Genau das Gleiche trifft für die sogenannten Federtechniken zu. Und letztlich hat sich, wenn man das vergleicht mit der Arbeit von Toningenieuren in den letzten Jahren, aus der einfachen Bewegung des Schiebereglers von oben nach unten, um beispielsweise die Lautstärke zu verändern oder was auch immer, haben sich wirklich Spieltechniken ergeben, die sich dadurch kennzeichnen, dass man in einer bestimmten Art und Weise, in einer festgelegten Art und Weise, die Finger zu bewegen hat, um daraus das oder das jene Klangbild zu erzeugen.